herzlich willkommen zurück zu Nintendo Connect und einer weiteren One-Take-PMU. Aufgenommen am 21.10. um 22.14 Uhr. Sehen werdet ihr das morgen am 22.10. irgendwann, wahrscheinlich so um 16 Uhr. Oder ihr seht es noch später. Ich kann euch nicht alles vorschreiben, aber ich hoffe, ihr werdet es mögen. Zum einen möchte ich euch auf dem Laufenden halten, was jetzt momentan in der Welt der Pokémon unterwegs ist. Aber ich möchte auch ein kleines Thema anschneiden, das jetzt momentan einige betreffen könnte, die ein bisschen spoilerfrei durch die Tage kommen wollen. Entsprechend, Intro ab! Kommen wir doch direkt zum Punkt und ich habe vergessen A zu drücken auf meiner Switch. Egal! und zwar, wie gesagt, die ersten Leaks sind unterwegs und es gibt Leute wie mich, die stören sich nicht dran, wenn sie ein bisschen davon sehen. Es gibt aber auch Leute, die wollen sowas nicht sehen. In diesem Falle nehmen wir gerade mal den guten Poketen. Der wird momentan privat angeschrieben oder auf Leaks zum Pokémon DLC getaggt. Findet er nicht so geil. Ich wünschte, ich könnte das auszensieren, darüber habe ich jetzt noch nicht nachgedacht. Aber bitte versteht, es gibt Leute, vor allem Poketuber, die in der Öffentlichkeit stehen, die möchten vielleicht diese Leaks gar nicht sehen. Daher, fragt vorher, hey Ten, hey Alex, hey Kevin, hey Daniel, Pokémon Tutorial TV. Möchtest du das sehen? Ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Und wenn diese Person sagt ja, dann okay. Wenn nein, tut einen Teufel, bitte. Weil das ist echt nicht cool, Leuten den Spaß zu rauben an der ganzen Geschichte. Und wenn jetzt einer sagt, ey Alex, du hast in deinem Thumbnail doch selber einen Spoiler. Hier, Corona-Spa, zu rot. Ja, Photoshop. Also wenn Corona-Spa wirklich diese Farben hat, exakt diese Farben, bin ich in Photoshop sehr glücklich gefacerollt. Ne? Nur mal, um es mal gesagt zu haben. Kommen wir jetzt aber zu den eigentlichen Nachrichten. Zum einen gibt es eine fünfteilige kleine YouTube-Serie, der Pokémon Bus Tour Explore Gala. Kann man sich auf dem Pokémon-Kanal anschauen. Ist nicht schlecht. Ich bin gespannt, was die weiteren Folgen davon bringen. Es ist auf jeden Fall auch mal so ein interessanter Ansatz, Leute, die frisch eine Region starten, dann auch wirklich in den Bus zu setzen und so. Finde ich interessant. Ich hoffe mal, dass die nächsten Folgen genauso interessant werden wie die erste. Könnt ihr euch natürlich dann auch ohne weiteres anschauen. So, des Weiteren haben wir mehr Infos für die neuen Dynamax-Abenteuer, die im DLC drin sein werden. Ich werde jetzt eine Spoilerwarnung aussprechen, weil ich weiß inzwischen ein bisschen mehr. Zu diesem Zeitpunkt sind die ersten Vorschauen passiert. Wer mit mir quatschen will darüber, schreibt mich gerne auf Twitter an. Ich habe kein Problem damit, mit euch über die Dynamax-Abenteuer zu sprechen. Es geht da hauptsächlich um die Mechaniken, die ich nicht schlimm finde, dass man die vorher weiß. Aber was ich interessant finde, was man wissen sollte, wenn man ein legendäres Pokémon vor sich hat, hat man eine 100%ige Fangchance. Macht euch da keinen Stress. Habt ihr allerdings dieses legendäre Pokémon schon einmal in den Dynamax-Abenteuer gefangen, könnt ihr es nicht nochmal fangen. Dann wird das ausgeblockt, wie das Mewtwo damals im Februar, wenn ihr es dann besiegt habt. Gut, wie gesagt, wenn ihr über mehr Mechaniken mit mir reden wollt, von dem, was ich inzwischen weiß und ihr vielleicht auch schon wisst, schreibt mich gerne auf Twitter an. Ich habe kein Problem damit, euch drüber zu reden, aber Story-Spoiler bitte bei mir auch größtenteils, ne, wenn dann vorher fragen. Des Weiteren, in Pokémon Go schlüpfen neue Pokémon aus Eiern. Warum allerdings Kevin Wesen geschrieben hat, wer weiß. Auf jeden Fall neben den eigenartigen oder kuriosen Eiern, die jetzt Team Rocket Admins / Bosse fallen lassen, gibt es jetzt auch einen neuen Eiersalat. Und entsprechend schlüpfen aus diversen Eiern neue Pokémon. Aber wenn jetzt einer hier in die Liste guckt und sagt, Tropius, Scorbunny, Bisofunk, hoffe ich, dass eure Ohren jetzt nicht geplatzt sind, sondern möchte darauf hinweisen, dass das immer noch regionale Pokémon sind. Ein Bisofunk wird nicht bei mir hier in Augsburg aus einem 5-Kilometer-Ei, beziehungsweise aus einem Pokéstop in einem 5-Kilometer-Ei plumpsen.
Das ist immer noch vorbehalten für eine Region um New York. Ebenso wie Scaraborn, alles, was südlich des Äquators ist und Corazon, ne? Also glaubt jetzt nicht, nur weil es hier drin steht, dass ihr nicht nach Griechenland müsst, wenn ihr einen Tropius haben wollt. Entsprechend, ganz wichtig, dass ihr das im Hinterkopf behaltet. So, außerdem gibt es in Pokémon Go jetzt ein MNS, einen Mund-Nasen-Schutz für Umme, für euren Avatar zum Anziehen. Ich finde jedes Mal, wenn ich so ein Avatar-Foto sehe, das sieht irgendwie aus wie ein Album, wie ein Hörbuch und so weiter. Aber es wird nicht nur diese weiße Maske geben, es wird auch neue Masken geben, passend zu Halloween, inklusive einer unheimlichen Pose. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, das Halloween-Event in Pokémon Go. Neben der Herausforderung für Geist-Pokémon, die am 25. Oktober passiert, gibt es dann das Halloween-Event, welches Galamakaba, ja, frisch ins Spiel bringt. Und ja, da kann man sich drüber freuen, würde ich mal sagen. Des Weiteren, es gibt Feldforschungsobjekte, Projekte, wo wir wieder einen Krypok fangen können. Und dieses Mal gibt es das auch in Schillernd, was dann sehr offensichtlich andersfarbig ist, weil es ist dann so eine Art Blau. Finde ich nicht so geil, aber gruselig, können auch Farben sein. Das ganze Event startet in der Nacht von Freitag auf Samstag am 24. Oktober um 3 Uhr morgens, um genau zu sein, und geht bis zum Mittwoch, den 4. November um 3 Uhr morgens. Geist-Pokémon tauchen häufiger auf in Raids und hast du nicht gesehen. Kostümierte Gengar und Zorbiris. Während Gengar sich in den Raids aufhält, wird Zorbiris in der Wildnis und aus Eiern schlüpfen. Galamakabaya erscheint das erste Mal im Pokémon Go und wird durch eine Spezialforschung freigeschaltet, beziehungsweise könnt ihr dann fangen. Krypok gibt es auch für bestimmte Feldforschungsprojekte und, naja, wie gesagt, auch in Shiny möglich. Befristete Forschung für Mega-Kumpel-Herausforderungen, Mega-Energie für Gengar. Mega-Gengar kommt. Und, wenn sich einer, wer es noch nicht weiß, Shiny Gengar hat geile Mega-Entwicklungen und Dynamax-Formen, Giga-Dynamax-Formen. Weil die sind wirklich farblich komplett unterschiedlich zum anderen. Ich sage es euch nicht, aber ich finde es tatsächlich creepier, als wenn es schwarz wäre. Darkrai gibt es wieder in Raids. Ich glaube, das ist tatsächlich auch für Freitag schon angekündigt. Weiß ich jetzt gerade nicht. Feldforschungsprojekte rund um Halloween. Styleshop gibt es neue Artikel für den Avatar. Zum Beispiel ein Pikachu-Maske, eine Zorbiris-Maske, Barnett und eine unheimliche Pose. Und es gibt Boxen, thematisch. Schnappschuss, eine unheimliche Überraschung erwartet euch. Also es würde mich nicht wundern, wenn eine Apollo euch fotobombt. Ansonsten doppelte Tauschbonbons, doppelte Fangbonbons. Und es gibt noch dazu im Halloween-Event noch einen Raid-Tag mit Knogger am 31. Oktober zwischen 11 und 17 Uhr. Passend wie ein Community-Day. Die Fangherausforderung, die ich eben schon angekreidet habe, kommt am 25. Oktober zwischen 8 und 22 Uhr mit einer befristeten Forschung. Und für die PvP-Menschen unter uns gibt es auch einen Halloween-Cup, der vom Montag, den 26. bis zum 3. November läuft. Und bei diesem Cup dürfen nur alles, was dunkel ist und Feenflügel hat, teilnehmen und maximal 1500 WP haben. So, passend zum Halloween-Event wurde jetzt aber... Oh, Professor Willow hat etwas gesehen. Hat ein Foto davon gemacht und es war unheimlich bunt. Was könnte das denn? In diesem Sinne, Leute, Galaponita ist bestätigt. Und die Uhrzeit, die ich aufnehme, die ist relevant, weil 22:23, hätte ich diese PMU am Mittag aufgenommen, hätte ich das nicht mehr hier drin gehabt. Jedenfalls gibt es noch weiter jetzt AR-Kartierungsaufgaben für Pokémon Go. Diese sind auch live. Die könnt ihr auch... Pokéstops, die diese Dinger haben, sind gesondert markiert. Das seht ihr hier oben an dem AR-Mapping. Da kriegt ihr eine Feldforschung, diesen Pokéstop zu kartografieren. Wenn es so ein Schild ist, lauft ihr da im Kreis drumrum. Ein bisschen ungünstig bei der Wandertafel hier zum Beispiel, weil dahinter geht es ein bisschen abwärts. Solltet ihr ein Gemälde haben, denke ich mal, reicht auch so ein Halbkreis und so weiter. Was jetzt genau Niantic mit den AR-Daten vorhat, ich hoffe, dass sie dann einfach diese Dinger als 3D-Modell dann in das Spiel reinpacken, damit es nicht einfach nur langweilige Pokéstops sind. Das wissen wir halt eben nicht so genau. Wird aber interessant zu sehen.
Bis dahin will Niantic, dass natürlich die Sachen auch kartografiert werden, möglichst von vielen Leuten in diversen Lichtbedingungen. Dummer Zeitpunkt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, dass es ausgerechnet jetzt in der Winterzeit ist, aber gut, man kann sich nicht alles aussuchen. Entsprechend macht es, wenn ihr das unterstützen wollt, wenn nicht, ich kann es nachvollziehen, weil wenn wir noch nicht genau wissen, was damit gemacht werden soll, ist es halt eben fragwürdig. Ein AR-Mapping-Feldforschungsquest, tolles Deutsch, kann aus einer Arena stolpern, wie zum Beispiel hier der Wandertafel halt eben bei mir hier im Ort, oder ganz normal aus einem Pokestop. Könnt ihr auch in der Ferne erkennen, zu erkennen an diesem AR-Mapping. Nun zu traurigen Nachrichten. Megabisaflor verlässt die Raids, aber hinterlässt ein paar kleine Goodies für die Mega-Pokémon-Energie-Geschichten. So kann ein Pokémon, das ihr schon mal im Pokédex als Mega-Entwicklung registriert habt, als Kumpel Energie sammeln für euch. Außerdem verspricht man, dass man halt eben auch Quests jetzt für Mega-Bisaflor kriegen kann, wo dann Mega-Energie abfällt. Und wenn ihr ein Pokémon Mega entwickelt habt und es als Kumpel mitführt, wie zum Beispiel ein Glurak während des Glumanda Community Days, haben sie offenbar nicht zeitig geschafft, kriegt ihr auch mehr Bonbons raus. Das heißt, dann habt ihr noch eine natürliche Sananasbeere, die immer im Hintergrund mittickt. Außerdem seht ihr Trainer auf der Freundesliste, die momentan eine Mega-Entwicklung am Start haben. Schwierig. Informativer wäre es tatsächlich, wenn wir wüssten, was es für ein Mega-Pokémon wäre. Aber gut, man kann nicht alles haben. Kommen wir zum letzten Punkt und ich habe diese PMU schon wieder länger gemacht, als ich wollte. Ich wollte eigentlich nicht länger als 8 Minuten, aber gut. Das letzte Mal, wo ich euch gesagt habe, dass es ein Pikachu gibt, war es Pika Advance. Und in der Zwischenzeit sind 3 neue Codes bekannt geworden. Und zwar Voltackle Pika für das Pikachu mit der Sinnoh-Kappe, Pika Best Witch für die Einal-Kappe und Kalos-Kappe mit Kalos Pika. Das O ist eine 0 und so weiter. Ich lasse das einmal ganz kurz auf dem Screen. Oder ihr geht natürlich bei uns auf die Facebook-Seite und auch nicht nur auf die Facebook-Seite, sondern auf die Nintendo Connect-Seite und guckt euch das dann selber an. Einige, das ist mir aufgefallen, haben gefragt, warum heißt denn das Pika mit der Einal-Kappe Best Wish? Die Staffeln, die in der Einal-Region gespielt haben, hießen in Japan Best Wishes. The more you know. Und ja, diese Pikachus könnt ihr dann noch für eine Zeit lang kriegen, aber wartet nicht zu lang. Ja, der ganze Spaß hört nämlich am 30. November um 16.59 Uhr ab. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. An dieser Stelle nochmal gesagt, ich werde die Schneelande der Krone mit euch am Freitag entdecken, also für euch morgen. Zwischen 19 und 20 Uhr bin ich mir noch nicht so sicher, wann ich anfange, aber folgt mir gerne auf Twitter @shedrick und ihr werdet es wissen. Oder ihr guckt bei Nintendo Connect auf dem Twitter-Kanal vorbei, das kann durchaus auch sein. Ich werde versuchen, gleichzeitig auf YouTube zu streamen und hoffe, ich kriege endlich die beiden Chats miteinander vereint. Und ansonsten wünsche ich euch einfach nur einen schönen Donnerstag. Bleibt frei von Spoilern, wenn ihr das wollt. Und ja, wenn ihr mir beim Stream nicht zuguckt, aber selber in die Schneelande unterwegs seid, viel Spaß!